So, hallo, willkommen zurück bei Bildner TV Gaming. Ich bin der Aaron und wir sind gerade auf der ersten Route von unserem Temtem Let's Play. Also ich würde sagen, warten wir gar nicht länger, sondern stürzen uns hier mal rein. Ich bin ja jemand, der gern mit jedem redet. Sadar, Dorfbewohner. Hey Geisterjäger, gehst du an der Prasidenküste spazieren? Nee, ich gehe an die Akademie. Ach ja, du bist jetzt ein Lehrling. Nun, du bekommst bestimmt einiges an Übungen, bevor du in Brikal de Mar ankommst. Die Parasitenküste ist immer voller Bändiger, die einen Kampf suchen. Und wenn du einige wilde Temtem fangen willst, such einfach nach Wiesen voller hohem Gras. Temtem lieben es, sich daran zu verstecken, und daher kannst du dort immer welche finden. Gut zu wissen. Dieses Symbol über den Leuten bedeutet, dass sie gerade in einem Kampf sind. Und ich werde hier öfter mal die Augen offen halten nach Leuten, die in Wiesen rumstehen, verdächtig, vor allem wenn sie irgendwie besondere Temtems hinter sich herziehen. Denn das könnte für uns ja ein Indiz dafür sein, ich sehe hier schon eine Kiste, muss mich selber unterbrechen, dass es da seltene Temtems gibt. Ich habe hier auch schon jemanden gesehen. Oh, ja. Pepe sagt, ah, endlich, jemand, gegen den ich meine Fähigkeiten erproben kann. Pepe, der Fischhändler. Ist das ein Meme, das ich nicht kenne? Okay, egal, lass uns kämpfen. Mach dich bereit. Piggypig und Paharo. Okay, unser Andy kann Tritthypnose und Psywelle. Tritt ist einfach ein Angriff, Hypnose ein von einem aborianischen Geistesspezialisten entworfener Gehirnhack, der zwei Runden lang einschläfen lässt. Psywelle, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, aber andersherum. Also das finde ich schon mal spannend. Wurden die Temtem-Attacken erfunden, entworfen von Leuten? Okay, wie auch immer. Ich trete mal nach dem Vogel. Und er hier kann picken und Windklinge. Ah, genau. Also wir haben drei wichtige Werte bei den Attacken. Wir haben einmal den Damage, dann wie viel Ausdauer uns das Ganze kostet und dann haben wir die Priorität. Ja, und es gibt später noch was anderes. Ich weiß nicht, ob wir es dann bald sehen. Jedenfalls, die Priorität, nehme ich an, gibt an, wie wahrscheinlich wir früher drankommen als andere Temtems im Kampf. Damage, der Schaden natürlich, und Ausdauer ist unsere blaue Leiste. Also ich greife mal an. Gehen wir mal beide auf dasselbe. Achso, ich habe natürlich das andere angegriffen. Okay. Halb so schlimm. Dann gehen wir jetzt einfach mal beide auf das Piggypig, weil das stärker ist. Also ich benutze jetzt mal bewusst nicht Windklinge, weil die sehen hier beide für mich aus wie Flug-Temtems oder Wind-Temtems. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass Wind gegen Wind nicht so effektiv ist. Piggypig wird ohnmächtig. Ah, deshalb hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Die Attacken hier, die so einen zweiten Strich hier haben, kann ich erst ab der zweiten Kampfrunde einsetzen. Das heißt, ich kann viele meiner stärksten Attacken nicht sofort am Anfang raushauen. Machen wir mal Psywelle. Und hier Windklinge, einfach um zu schauen, ob es tatsächlich nicht sehr effektiv ist. Okay, wir werden es nicht rausfinden. Temtem los. Du hast 43 Sonnen gewonnen. Du hast mich geschlagen. Die Silaro verschlingen mich. Du bist ziemlich gut für ein Kind. Dankeschön. Sagst du noch was anderes? Ich schätze, der Professor hat dich gut angelernt. Gut gemacht. Glückwunsch. Ich werde versuchen, einen schwachen Touristen zu finden, gegen den ich kämpfen kann. Tschüss. Okay. Und noch ein Kampf. Schickes Hawaii-Hemd. Hallo, kleiner Kerl. Hast du Interesse an einem freundlichen Temtem-Match? Lass doch die Schüler in Ruhe, Ohan. Sie sind vermutlich auf dem Weg zur Akademie. Du wirst noch dafür sorgen, dass sie zu spät kommen. Dann sieh das als Praxisstunde. Es wird Zeiten geben, da musst du gegen zwei Bändiger auf einmal kämpfen. Oder zusammen mit einem Freund, wie wir es immer tun. Lass uns sehen, wie du dich schlägst, Kind. Also ich meine, wenn ich das Hemd sehe hier bei dem NPC, da stellt sich mir natürlich die Frage,
Werden die NPC-Outfits auch aus 100% demselben Pool zusammengestellt? Hätte ich mir genau diese Charaktere auch so zusammenbauen können? Vielleicht. Oh, mein Papagei ist ziemlich angeschlagen. Und das ist direkt die nächste Sache. Temtem ist dafür bekannt, dass es schon mal erheblich schwieriger ist als Pokémon. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass wir da so ganz problemlos durch alle Routen durchkommen werden, ohne nochmal einen Abstecher machen zu müssen zu dem nächsten... Also ich werde jetzt Pokémon Center sagen, aber natürlich nicht Pokémon Center. Temtem... Ding. Ist eine gute Frage. Ich sollte mich eigentlich erinnern, wie diese Temtem... Center heißen. Wie gesagt, ich habe die erste Insel ja schon so ein bisschen gespielt. Ich glaube, sie heißen irgendwie... Ne, keine Ahnung. Schrilles Kreischen. Häufig von Lehrern der Akademie benutzt. Diese Neutraltechnik betäubt die ganze Klasse. Macht viel Schaden, kostet viel Ausdauer. Aber klingt gut, bestätigen. Halte dich nicht zurück, gib uns alles. Du hast 45 Geld gewonnen. Gut gemacht, du wirst eines Tages ein großer Bändiger werden. Davon bin ich überzeugt. Warte, warte, nicht angreifen, ich bin kein Bändiger, ich trainiere hier nur. Ich dachte schon. Was trainierst du denn? Joggen, dadurch werde ich richtig fit und es ist viel gesünder als das ganze Kämpfen, das ihr alle so liebt. Ja, ein bisschen Joggen wird mir auch nicht schaden. Ich bemühe mich lieber selbst, anstatt andere für mich kämpfen zu lassen und die Parasitenküste ist ein guter Übungsplatz. Klingt interessant. Ist es. Und sehr gesund. Hast du schon mal... Hast du zum Beispiel schon mal versucht, über Kanten zu springen? Wie diese hier, direkt dort. Du kannst darüber springen, wenn du von der richtigen Seite kommst. So wie der andere Spieler hier, der gerade vorbeigelaufen ist. Du kannst zwar von der anderen Seite nicht wieder nach oben klettern, aber außen herum zurückzurennen ist Teil des Spaßes. Lauf, spring, lauf. Hör niemals auf, dich zu bewegen. Das kleine Fleckchen hier... Wirkt so, als könnte es hier was Besonderes geben, aber ich will es mir nicht drauf anlegen. Jetzt ist die Frage, soll ich wirklich mal ganz kurz zurücklaufen und schauen, ob wir uns schon heilen können? Ich bin ja jetzt erst durch... Ja, eigentlich erst durch ein einziges Feldchen durch und habe erst gegen zwei Leute gekämpft. Ich laufe mal ganz kurz schnell zurück und schaue, ob ich mich irgendwo heilen kann, würde ich sagen. Gierige Bändiger, hey du, das ist mein Platz. Bist du gekommen, um all die schönen Dinge aufzusammeln, die hier rumliegen? Nun, ich auch, also lass mich dir etwas sagen. Mach dich bereit zum Kampf. Ich meine, andererseits gut, dass wir jetzt hier reingelaufen sind, weil hier liegt noch eine Kiste, habe ich gesehen. Rot-Blau, nicht die beste Frisurkombination, mein Freund. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe Salben dabei. Regeneriert 25. Ja, sollte ich eigentlich direkt einsetzen. Und dann greife ich mal das Schwächere als erstes an. Wunderbar. Das hat ziemlich viel Ausdauer gekostet. Ah, schrilles Kreischen geht auf beide. Ich frage mich, woran ich sehen kann, dass es auf beide geht. Ist es das Zeichen da oben vielleicht? Nee. Wir haben hier oben einmal dieses... Ja, diese weiße kleine Spirale. Und dann das, was aussieht wie so eine... Ja, noch kleinere Spirale mit zwei Punkten daneben. Also ich meine, hier in der Beschreibung steht, betäubt das ganze Team. Okay. Aber das ist gut, weil wir wissen ja, wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, unser Papagei macht mehr Schaden, wenn er Attacken benutzt, die mehr als einen Gegner treffen. So.
Ja, jetzt, also jetzt wo ich die Salbe benutzt habe, rentiert sich es eigentlich schon fast gar nicht mehr zurückzulaufen und zu schauen, ob wir uns wo heilen können. Wow, du bist sehr in Ordnung. Mach nur, nimm alles, was du findest, du hast es dir verdient. Ich hatte nichts anderes vor, mein Freund. Einen Vitalapfel. Halt 25%. Okay. Ist quasi besser als die Salbe. Ich mache trotzdem mal hier ganz kurz den Abstecher. Also ich nehme an, entweder heilen wir uns hier im Labor. Hi, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich bin ein wenig neidisch auf Max und dich. Ihr beiden geht mit dem Professor nach Brickhall del Mar. Und ich muss hier bleiben und den Rest des Labors zusammenpacken. Ach ja. Okay. Hier ist nichts, was so aussieht, als würde... Oh. Ich werde Professor Konstantinos garantiert vermissen. Er hat die besten Temtem-Referenzbibliothek außerhalb von Properton. Ich werde wohl nach Avery ziehen müssen, um meine Forschung fortzusetzen. Properton und Avery haben wir jetzt schon das zweite Mal gehört. Da kommt unser Temtem wohl ursprünglich her. Sollten wir mal so im Hinterkopf behalten. Okay. Also ich laufe jetzt nicht in jedes Haus, denn ich nehme dann an, dann ist es einfach wie in Pokémon, dass unsere gute Mutter uns heilen kann. Oh, da bist du ja wieder. Bevor du wieder verschwindest, lass mich deine Temtem heilen. Dankeschön. Vielen Dank. Und weiter geht's. Bei der Kiste waren wir auch immer noch nicht. Das sollten wir nicht vergessen. Da können wir nämlich jetzt hier direkt ums Eck. Also gut, ich meine, wenn man die übersieht, dann ist man eh komplett lost. Du hast einmal Beleber gefunden. Um ohnmächtige Temtem wieder auf die Beine zu bringen, belebt mit 50% der Lebenspunkte und Ausdauer wieder. Okay, also das mit den 50% Lebenspunkten ist mit den Belebern in Pokémon ja ganz ähnlich, aber 50% Ausdauer ist natürlich spannend. Ich schaue gerade, ob ich jetzt hier... Ich laufe erstmal hier nach rechts. Psst, du machst zu viel Lärm. Hör auf, so herumzupoltern. Schau, was du getan hast. Du hast alle Wassertemtem verscheucht. Sorry. Ich kann Turquesa von hier aus sehen. Ach, wenn ich doch bloß ein Surfbrett hätte. Mhm. Surfbrett haben wir noch keins, nehme ich an. Swali und... Oh, ich kann gar nicht so schnell lesen. Vielleicht könnte ich schneller lesen, wenn ich nicht gleichzeitig vorlesen würde. Swali und Kaku haben wir beide noch nicht gefangen. Ich schätze mal, ein Tritt wird es schon nicht killen, oder? Genauso hier das Picken. Ja, da geht jeweils noch einer. Schüchterschild. Erhöht Verteidigung. Giftige Sporen. Vergiftet, mein Papagei. Okay. Halb so schlimm. Alles gut. So, nächste Runde werfe ich zwei Temp-Karten und wenn wir Glück haben, kriege ich beide. Also ich muss sagen, das Kaku ist bis jetzt das coolste Temtem außer meinem Papagei. Also finde ich jetzt vom Design her. Das Swali sieht so aus wie so ein Kokon von irgendeinem Insekt. Also kennt man ja auch. Ich schätze mal, das entwickelt sich noch zu irgendwas Coolem. Aber, wie gesagt, Zeit für Temp-Karten. Wir haben 8 Stück. Da sollten wir vielleicht dann früher oder später schauen, dass wir neue uns organisieren. Habe ich jetzt beide auf das Swali geworfen? Hoffentlich nicht. Geteilter Schmerz. Bei einem zweiten Angriff in dieser Runde wird der Schaden auf einen Verbündeten umgeleitet. Und überdurchschnittlich gut in Gesundheit und Verteidigung. Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil das, was wir jetzt gesehen haben, es hat ja diesen einen Move benutzt, wo es seine Verteidigung erhöht hat. Also vielleicht ist es eh speziell so ein Verteidigungstemtem. Oder halt ein Tank. Dann können wir das... vielleicht genau dazu benutzen. Nee. Aber meine Karte, die ich mit dem Papagei geworfen habe, wurde als erstes geschmissen. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch nach der Initiative. 50 Angriff, okay. Und aufgekratzt. Verhindert den Statuseffekt eingeschlafen. Ich meine, das klingt eigentlich ganz gut. Ich nehme jetzt alles mal ins Team, weil wir haben ja Platz. Ich schätze mal, wir können das dann...
früher oder später eh wieder austauschen, wenn wir wollen. So, genau. Und um es nochmal zu sagen, es tut mir ein bisschen leid. Also ich selber hier, wo ich gerade bin, bin jetzt genau vor den, vor meiner Teamanzeige. Aber so wie ich es gesehen habe, verdecke ich hier halt nach wie vor am wenigsten. Also schreibt mir doch einfach in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr einen besseren Platz habt, wo ich mich hinsetzen könnte. Das kriegen wir noch gedeichselt. Wir sind ja erst in Folge 2. Beziehungsweise kann natürlich ein paar Folgen dauern, denn es ist ja kein Geheimnis, dass ich hier immer mehrere Folgen auf einmal aufnehme. Flenderndes Mädchen sagt, guten Morgen, du jagst wilde Temtem. Du weißt, wie das Sprichwort lautet. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern was du damit anstellst. Okay, ja, ist bekannt. Sicher, gute Jagd. Ach so, sie will gerne kämpfen. Dieser Anfänger hier nervt mich erst, ihm das Klettern beizubringen, dann kommen wir den ganzen Weg hierher und dann hat er doch tatsächlich seine Ausrüstung daheim vergessen. Es ist lächerlich, ich meine, schau dir die Felsoberfläche hier doch einmal an, ein Kinderspiel mit der richtigen Ausrüstung. Das ist meine Strafe dafür, Anfänger ernst zu nehmen. Das ist so ein Punkt wie den ich vorher meinte. Hier oben sind lauter Leute in zwei abgeschnittenen kleinen Grasbereichen. Und sie haben alle dieses bestimmte Temtem dabei. Das, ja, also wirkt auf mich so, als gäbe es hier was zu holen. Vielleicht dieses Temtem. Das sieht übrigens ziemlich cool aus. Du bist der Anfänger. Oh Junge, ich wünschte, ich hätte meine Kletterausrüstung nicht im Hotel vergessen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach Aresola zurückgehen. Du hast nicht zufällig eine Kletterausrüstung dabei, oder? Nee, sorry, Mann. Das dachte ich mir. Noch ein Vitalapfel. Doppelkampf, schätze ich mal. Vielleicht. Nee. Keine Chance. Ich bin Sarah und ich bin Lara. Und zusammen sind wir die tödlichen Zwillinge. Stimmt, Lara. Ich bin Sarah. Das sagte ich doch. Nein, du, ich meine, ich... Egal, mach dich bereit zum Kämpfen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich rede. Was auch immer, lass uns kämpfen. Sowas von hier. Fomu und Swali. Fomu haben wir noch nicht gesehen. Aber das sieht verdächtig nach Wasser oder Eis aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Eis gibt. Ich glaube, es gibt nur Wasser. Ich habe schon wieder komplett vergessen, gegen was eigentlich meine Mentalattacken gut sind. Oh weh. Aber ich würde sagen, wir hauen mal dieses Wasserviech da zusammen. Zack. Und nochmal. Das war's schon. Fomo wird ohnmächtig. Fast schade, dass wir nichts von ihm gesehen haben. Und da ist es wieder. Es erhöht seine Verteidigung. Hm, sie haben noch mehr. Ah, sie haben noch zwei mehr sogar. In dem Fall haue ich hier einfach mal die Psi-Welle raus und hier das Kreischen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie viel von diesen Ausdauerpunkten wir pro Runde regenerieren. Also bestimmt irgendwie einen gewissen Prozentsatz, aber das wäre mal interessant zu wissen, wie groß der ist. So. Ich meine, das ist ein Vogel, aber es ist ein Flug, Temtem. Ich hoffe mal nicht. Nee. Oh, ich habe mich selbst verletzt. Genau, das ist noch eine weitere Sache. Ich kann es hier mal zeigen. Also ich habe jetzt 9 Ausdauer. Ich kann trotzdem noch eine Attacke benutzen, die mehr Ausdauer kostet, als ich hätte. Also das hier kostet jetzt 17. Aber die Differenz würde mir dann von den Leben abgezogen. Man sieht hier schon, wie meine Leben blinken. Also ich würde mich mit der Attacke fast selber killen. Boah, das sieht ja nach mehr als der Differenz aus. Aber gut, wie auch immer, mache ich natürlich nicht. Ich benutze die Psi-Welle. Und dann ist das Ganze hier hoffentlich vorbei. Papagei hat sich letzte Runde überlastet, das heißt, er muss aussetzen. Aber vielleicht kann ich ja einen von meinen anderen hier einwechseln.
nicht, damit er teilnimmt, aber vielleicht kriegt er dann wenigstens Erfahrungspunkte. Also wobei ich nicht weiß, vielleicht ist es ja wie in anderen Spielen, dass das Temtem zumindest agieren muss, damit es Erfahrungspunkte kriegt. Es war jetzt sehr effektiv. War das vielleicht ein Kampf-Temtem oder so, wie es heißt? Ich gebe dir Deckung. Nein, warte. Die Mädels sind sich selber nicht sicher, wer ist. Keine Chance, wie hast du das gemacht? Wir brauchen eine neue Strategie, Sarah. Geh weg, wir haben nur wegen ihr verloren. Du meinst wegen dir. Nein, ich... Ah. Oh. Die habe ich gerade nicht gesehen. Hast du noch eine Salbe? Nee. Bitte sehr, aber nächstes Mal bringst du deine eigene mit. Ich sag's dir immer wieder. Ich weiß. Nimm immer genug Salben mit, wenn du jagen gehst. Ich hab's einfach vergessen, oder? Hey du da, komm und kämpf mit uns. Machen wir natürlich. Und schon wieder was Neues. Ein Oktopus-Ding. Tintenfisch. Gibt's einen Unterschied zwischen einem Oktopus und einem Tintenfisch? Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. So. Ist hier so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, das ich treibe. Denn mein Papagei hat nicht mehr so viele Leben. Ich sollte zwischendrin auch den echten Namen benutzen, sonst vergesse ich den. Mein Papagei ist ein Tuwei eigentlich. Und jetzt ist er ohnmächtig. Ich wechsle mal meinen Pflanzen-Temtem ein. Ich schätze mal, es ist Pflanze. Einfach, weil ich denke, das ist gegen das Wasser. Achso, es kann gar keine Pflanzen attacken. Zärtlichkeit. Senkt Angriff, Schüchterschild steigert meine Verteidigung. Ich senke mal den Angriff von dem hier, weil das andere hier lebt hoffentlich nicht mehr so lang. Ja, aber habe ich das jetzt richtig gesehen? Das Swali kann gar keine offensive Attacke. Okay, das ist natürlich doof. Hätte ich doch zwischendrin mal so einen Balsam. Heißt es Balsam? So eine Bandage benutzen sollen. Zärtlichkeit war, was das. Das senkt den Angriff. Ja, lernen wir. Schön. Ah, es ist jetzt gleichzeitig gestorben, weil es sich überanstrengt hat, oder? Oh, okay. Heile ich jetzt das Kaku. Nur, dass es die Erfahrungspunkte kriegt, das ist es wahrscheinlich nicht wert. Ich vergifte das mal. Drei. Die Statuseffekte halten quasi immer eine bestimmte Anzahl an Runden. Das ist eine ganz nette Mechanik, sage ich mal. Weil es so ein bisschen vorhersehbarer wird. Umso weniger zufällige Einflüsse es gibt in den Kämpfen, umso schöner wird es dann später auch. Also da es ein Online-Spiel ist, lässt sich ja auch gegen andere spielen und auf Turnieren. Oh, jetzt habe ich den Text gar nicht gelesen. Es ging wieder um die Salbe. Hol dir deine eigene. Und da ist es natürlich cool, dass die Developer da extra drauf achten. Oh, wow. Das sah aus, als sei es die letzte Evolution von dem anderen Starter gewesen. Ach, wir waren so nah dran. Wir waren überhaupt nicht nah dran. Ja, da gebe ich euch recht. Hallo Geisterjäger, du hast ganz schön lange gebraucht, um hierher zu kommen, hm? Nur ein Witz, wie geht's dir? Wer bist denn du? Ich arbeite im Temporium. Temporium war der Name für diese Pokémon Center. Ich arbeite im Temporium in Brical del Mar und ich bin ein Freund des Professors. Er musste sich beeilen, in die Stadt zu kommen, aber er hat mich gebeten, euch hier zu erwarten. Bitte heile meine Temtem. Tut mir leid, ich habe frei, aber keine Sorge, siehst du diesen kleinen Stand dort? Das ist ein Mini-Temporium. Städte haben richtige Temporiumsgebäude, aber oft kannst du Mini-Temporien wie diese hier an strategisch klugen Orten finden. Du kannst die Heil-Tem-Maschine darum benutzen, um deine Temtem zu heilen. Du kannst dort außerdem deine Temtem ordnen und Items kaufen. Ja, dann schauen wir mal, was der so anbietet. Wenn das nicht Geisterjäger ist, ich habe dich noch nie so weit ohne Aina reisen sehen. Wie auch immer, wie kann ich dir helfen? Du kannst mir Sachen verkaufen. Duft. Temtem mögen den Geruch nicht.
Ne, das ist, wird so sein wie Schutz, hält mir quasi wilde Temtem vom Leib. Salbe haben wir 7, Temp-Karten haben wir 6, Duft haben wir 0. Ich kaufe einfach mal noch ein paar von diesen Temp-Karten. Ich glaube, Schutz verzichten wäre jetzt mal bewusst, weil ein bisschen Leveln ist nicht verkehrt. Ich kaufe hier einfach mal... Ich kaufe mal 14, dann habe ich genau 20. Okay, das war jetzt natürlich schon teuer. Und dann heile ich mal meine Temtems. Temtems oder Temtem? Ich glaube eher Temtem. Ist das da hinten die Entwicklung von dem Tuvai? Sah so aus. Aber ich würde sagen, dann ist das hier ein guter Zeitpunkt, einfach mal einen Cut zu machen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert uns und vor allem checkt auch das Buch aus, das wir jetzt so Temtem machen. Ist natürlich noch nicht geschrieben, aber ihr könnt es schon vorbestellen und vielleicht gibt es inzwischen auch schon ein paar Seiten vorab zu sehen. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge vom Temtem Let's Play. Bis dann!